G wie Gleichstrom. Gleichstrom heißt, dass der elektrische Stromfluss konstant bleibt und sich immer in einer Richtung bewegt. Wenn sich die Stromrichtung periodisch ändert, handelt es sich um Wechselstrom. Für den Ausbau des Übertragungsnetzes ist die Gleichstromtechnik von besonderer Bedeutung. Denn Strom kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Gleichstromleitungen wesentlich verlustärmer und deshalb effizienter transportiert werden als mit den bisher in Deutschland üblichen Wechselstromleitungen. Der Einsatz von Gleichstromtechnik ist sinnvoll, wenn hohe Leistungen über weite Strecken übertragen werden müssen, wie zum Beispiel von Nord- nach Süddeutschland. Es werden relativ teure Konverterstationen benötigt, die Gleichstrom wieder in Wechselstrom umwandeln, der am Ende aus der Steckdose kommt. Es entstehen bei dieser Umwandlung auch Verluste. Aber auf langen Strecken ist die Gleichstromtechnik dennoch effizienter, denn ihr Einsatz vermeidet einen ansonsten notwendigen, noch stärkeren Ausbau des Wechselstromnetzes. Für den Netzausbau sind mehrere Stromautobahnen mit Gleichstrom geplant. Mehr Informationen zum Stand dieser Vorhaben finden Sie auf netzausbau.de/Vorhaben. G wie Gleichstrom. Gleichstrom heißt, dass der elektrische Stromfluss konstant bleibt und sich immer in einer Richtung bewegt. Wenn sich die Stromrichtung periodisch ändert, handelt es sich um Wechselstrom. Für den Ausbau des Übertragungsnetzes ist die Gleichstromtechnik von besonderer Bedeutung. Denn Strom kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Gleichstromleitungen wesentlich verlustärmer und deshalb effizienter transportiert werden als mit den bisher in Deutschland üblichen Wechselstromleitungen. Der Einsatz von Gleichstromtechnik ist sinnvoll, wenn hohe Leistungen über weite Strecken übertragen werden müssen, wie zum Beispiel von Nord- nach Süddeutschland. Es werden relativ teure Konverterstationen benötigt, die Gleichstrom wieder in Wechselstrom umwandeln, der am Ende aus der Steckdose kommt. Es entstehen bei dieser Umwandlung auch Verluste. Aber auf langen Strecken ist die Gleichstromtechnik dennoch effizienter, denn ihr Einsatz vermeidet einen ansonsten notwendigen, noch stärkeren Ausbau des Wechselstromnetzes. Für den Netzausbau sind mehrere Stromautobahnen mit Gleichstrom geplant. Mehr Informationen zum Stand dieser Vorhaben finden Sie auf netzausbau.de/Vorhaben. G wie Gleichstrom. Gleichstrom heißt, dass der elektrische Stromfluss konstant bleibt und sich immer in einer Richtung bewegt. Wenn sich die Stromrichtung periodisch ändert, handelt es sich um Wechselstrom. Für den Ausbau des Übertragungsnetzes ist die Gleichstromtechnik von besonderer Bedeutung. Denn Strom kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Gleichstromleitungen wesentlich verlustärmer und deshalb effizienter transportiert werden als mit den bisher in Deutschland üblichen Wechselstromleitungen. Der Einsatz von Gleichstromtechnik ist sinnvoll, wenn hohe Leistungen über weite Strecken übertragen werden müssen, wie zum Beispiel von Nord- nach Süddeutschland. Es werden relativ teure Konverterstationen benötigt, die Gleichstrom wieder in Wechselstrom umwandeln, der am Ende aus der Steckdose kommt. Es entstehen bei dieser Umwandlung auch Verluste. Aber auf langen Strecken ist die Gleichstromtechnik dennoch effizienter, denn ihr Einsatz vermeidet einen ansonsten notwendigen, noch stärkeren Ausbau des Wechselstromnetzes. Für den Netzausbau sind mehrere Stromautobahnen mit Gleichstrom geplant. Mehr Informationen zum Stand dieser Vorhaben finden Sie auf netzausbau.de/Vorhaben.